Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen Rossmann-Haul für euch. Ein sehr kleiner und feiner Rossmann-Haul. Aber ein bisschen was durfte mit und auch so einen kleinen neuen Maskenaussteller möchte ich euch ganz gerne die Produkte daraus zeigen. Und ich starte einfach mal direkt durch. Und zwar habe ich endlich entdeckt, dass die pflegende Cremedusche Dreamy Winter Plum von Dresden Essence für normale und trockene Haut mit Winterpflaume, Ahorn und Vanille. Und ja, riecht echt gut. Riecht richtig, richtig schön fruchtig, süßlich nach Pflaume. Bin sehr, sehr gespannt, wie es dann unter der Dusche riecht. Und ja, durfte eben einmal mit. Bin ich, wie gesagt, sehr gespannt drauf. Falls ihr das schon getestet habt, schreibt mir das gerne mal. Dann habe ich mitgenommen von Isana die Cremedusche Apple Dream mit zimtigem Apfelduft. Da war ich mir so unsicher, weil ich persönlich finde, aus der Flasche riecht es nicht ganz so gut. Aber ich habe schon ein bisschen was Gutes darüber gehört. Deswegen dachte ich, ich probiere es einfach mal aus. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es entweder einfach als Seife verwenden oder ich gebe es dann weiter. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ich Produkte aussortiere, die mir entweder vom Duft her nicht gefallen oder von der Wirkung her nicht gefallen oder die ich auch nicht vertrage, verkaufe ich die weiter. Also ich schmeiße die dann nicht einfach weg, ich verkaufe die weiter für ein bisschen kleineres Geld. Und da habe ich dann auch wieder was davon und die andere Person kann die Produkte auch testen. Genau, einmal das Duschgel. Und dann habe ich einmal noch diese zweite süße Maske entdeckt. Little Deer, das ist mit Mandelextrakt und Hyaluron hier mit dem kleinen Reh drauf. Super, super süß, wie ich finde. Und ja, durfte eben einmal mit. Und dann habe ich eben so einen kleineren Maskenaufsteller entdeckt. Da gibt es einmal die Tuchmaske Schneebär mit Blaubeerextrakt und Vitamin E. Und einmal die Tuchmaske Cozy Friend mit Kirschblütenextrakt und Panthenol. Fand ich super süß, durfte eben beides mit. Und dann gab es in diesem Aufsteller auch noch zwei Paar Augenpads. Und zwar sind das aber wieder welche, die so kleben. Mag ich ja nicht ganz so gern, ich fand aber das Design so süß. Und zwar einmal I Like You Very Much mit Mandelextrakt und Vitamin B3. Und einmal You Make Me Happy mit Zaubernussextrakt und Hyaluron. Ich muss sagen, ich bin aktuell sehr, sehr faul, was Masken angeht. Ich verwende eigentlich kaum noch Tuchmasken oder auch Augenpads. Ich merke das aber auch, meine Haut ist irgendwie total, also nicht unrein, aber total trocken aktuell. Deswegen ja, mal gucken, ob ich da jetzt vielleicht im Dezember wieder mehr verwende. Genau. Und das war es auch schon wieder. Das waren alle Produkte, die ich gekauft habe. Es ist nicht super viel geworden. Ich wollte die Produkte euch aber gerne zeigen. Ich hoffe natürlich auch, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.